Guten Morgen. Ich muss gleich ein paar Besorgungen machen, bin deswegen relativ früh schon aufgestanden und ja, wollte mich wieder mit euch zusammen schminken, wie in den letzten Tagen eigentlich immer. Ja, ein Primer oder sowas, ne? Ich muss mir mal die Boxen nehmen. Ja, hier haben wir ja auch diesen Primer. Den werde ich dann jetzt gleich verwenden. Was haben wir denn hier noch Schönes? Ich muss mal ganz eben gucken, weil das hier, ja, die können wir verwenden. So, wir nehmen erstmal den Primer. Wie gesagt, das ist dieser hier. Ich bin mal gespannt, ob der was kann. Fühlt sich auf jeden Fall an wie Creme. Eine ganz normale Creme. Oh, die riecht aber gut. Die riecht so medizinisch irgendwie. Ich mag solche Düfte, ja. Okay. Naja, so. Jetzt nehmen wir eine Foundation. Da habe ich ja noch so Proben hier, ne? Ich denke nicht, dass das für mich reicht. Aber welche Farben sind denn das? 03 Beige und Sand. Wir nehmen einfach mal die Born This Way, heißt die doch so, ne? Genau. Born This Way Foundation hier von Too Faced. Die wird bestimmt zu dunkel sein. Aber dafür haben wir ja Drops. Da wollen wir mal. Oh, davon. Oh Gott, das ist aber sehr, 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 sehr dunkel. Oh mein Gott, das ist heftigst dunkel. Boah, guckt euch das mal an, wie dunkel. Okay. Nehmen wir Drops direkt dazu. Ich habe echt gedacht, ach, das wird vielleicht was, aber das ist schon heftig. Dass Sand so, so dunkel ist. Boah, ist einmal viel zu hell. Und das hier kommt mir. Also in der Kamera kommt das wahrscheinlich gar nicht so rüber, als wäre es zu dunkel. Doch kommt es, ne? Ist immer so eine Sache mit diesem Ringlicht, ob das die Kamera dann richtig einfängt. Aber ich gehe mal davon aus, dass so ein dunkles Make-up, das kann auch die Kamera nicht verbergen, oder? Das sieht echt so aus, wäre das okay so. Hoffentlich dunkelt die nicht nach. Weil so an sich zum Verblenden und so ist sie sehr gut, finde ich. Aber schon ordentlich dunkel, ja. Aber mit dem, wie gesagt, mit dem Ringlicht da, das verfälscht immer sehr stark. Hätte auf jeden Fall würde noch für noch einmal reichen, aber ich glaube, diese Sachets, die sind zum Aufbewahren, finde ich das echt ein bisschen ekelhaft. Das muss ja nicht sein, ne? So, zu Eva Eye Cranion hier in Cotton. Tödem. Anastasia Dip Brow, ne? Also so sieht die Foundation nicht schlecht aus, wobei ich muss sagen, am Kinn hatte ich schon diese Cakey-Einstufung, wenn ihr versteht, was ich meine. Also Mädels mit trockener Haut wissen, was ich meine. Wenn man am Anfang schon sieht, dass das Kinn ein wenig cakey aussieht, ist das nicht schön. So. Das ist wahrscheinlich so wie bei öliger Haut, wenn die Haut, wenn ihr gerade abgepudert habt und die Haut strahlt immer noch. So können sich die Leute das vorstellen bei der trockenen Hautfraktion. Wenn man dann auf einmal so ein trockenes Bröselkinn hat. Ich voll den Lidsch, ins Fännchen hier reingedippt. Ich brauche noch ein bisschen. Okay. Klammer. Ich weiß nicht, diese Kätzchenohren, die möchte ich mir irgendwann auch mal, glaube ich, holen. So, jetzt werde ich erstmal. Genau, ich habe ja diesen. Ja, erstmal werde ich die Anastasia Dupont Made zumachen. Muss mir unbedingt heute mal die Fingernägel lackieren. Wir sind heute Abend eingeladen. Ich habe dir die Tage ablackiert. Naja, so, was wollte ich gerade? Genau, ich habe von Kiko, habe ich hier noch so einen Lidschatten, Creme-Lidschatten. Den verwende ich jetzt einfach mal. Das ist so ein, seht ihr das? Ja, da seht ihr es. Hier sieht das voll rosé aus, aber so auf dem Finger ist auch rosé. Nein, kommt weg. Nee. Sollen wir das mal so machen? Wir suchen uns jetzt random einfach eine Palette aus. Mal gucken. Wo sind meine Paletten? Paletten, Paletten. So. Ich habe im Moment 109 Paletten. So, dann gehen wir jetzt auf random bis 109. Mal gucken, welche sie auswählt. Die 83. 83 Essence to the Moon and Back. Hatte ich die nicht schon mal im Dings? Nee. Gucken wir mal, wo die ist. Ich glaube, das ist so eine kleine Mini-Palette. Das ist so eine bunte, die nehme ich jetzt tatsächlich nicht. Ich
bin jetzt random daran gekommen, weil ich mich dann halt für diese, die gerade ein bisschen kaputt gegangen ist, guckt mal, nehme ich einfach die, Entschuldigung, also auch wenn ich jetzt random, wäre vielleicht eine coole Idee gewesen, aber die hier ist mir gerade in die Hand gefallen und da ist ein Pfännchen, hat sich gelöst. Die ist auch, von Essence und die heißt Million Nude Faces, kennt ihr noch? Ja, ich möchte nämlich heute nur Nude und dann halt vielleicht so irgendwas, ja komm, die nehme ich dann auch. Wo ist sie jetzt wieder? To the Moon and Back hier. To the Moon and Back sieht nämlich so aus und dann nehme ich mir einfach eine coole Farbe für hier unten. So habe ich das geplant. So, und ich glaube, ich nehme diesen Kupferton und diesen hier. Guck mal, Kupfer und diesen hier für die Lidfalte. Ja, genau. So, erstmal Transition. Oh, der ist wohl sehr gut pigmentiert. Voll braun, ne, im Gesicht jetzt durch das Make-up. So, also. Guckt mal, das ist richtig. Da kommt richtig ordentlich Farbe drauf. Finde ich gut. Klar, ich hatte natürlich vorher schon diesen weißen Dings, ne, aber trotzdem. Jetzt gehe ich halt, wie gesagt, in diese Farbe hier rein. Mit meinem Lieblingsfluffy. Boah, voll schön. Guckt euch das mal an, für Essence. Also ist ja nicht so, als hätte ich die noch nie benutzt, ne, aber man ist dann doch immer wieder mal verblüfft über seine Schminksammlung. Was man doch da alles für tolle, vor allen Dingen auch günstige Schätze drin hat, die gut funktionieren. So, ein bisschen noch. Eine wirklich sehr schöne Palette. So, und jetzt nehme ich mir diesen Kupferton und trage mir das einfach so aufs, ja, bewegliche Lid auf. Und irgendwas Schimmerndes, den hier. Oder den, wartet mal, ich guck mal eben, was schöner ist. Oh, der daneben ist schöner. Der etwas, ein Ticken dunkler ist, der hier. Da werde ich jetzt ins innere Augenwinkelchen gehen. Und mein Akku geht bestimmt gleich leer. Schrecklich. So, jetzt nehmen wir aus dieser Fly hier to the Moon, nehme ich diesen Petrolton und gib mir den am unteren Wimpernkranz entlang. Weiß nicht, ob ihr das gut erkennen könnt, aber ich kann es sehr gut erkennen und es gefällt mir. Ich mag sowieso so Augen-Make-ups, wo so ein Statement gesetzt wird, sage ich mal. So, hier da rein und mach noch ein bisschen Blendy-Blendy. Jetzt nehme ich meinen Art Deco Eyeliner in 03 High Precision. Und der ist wirklich leer. Ich glaube, ich hole mir nachher einen neuen. Okay, mein Akku verschwindet jetzt. Ja, Akku war, wie gesagt, Akku war leer. So, und nächstes Auge, ne? Ja, der ist definitiv leer. So. Mascara nehme ich die False Lash Fatal Mascara von L'Oreal. Nummer 1 ist hier. Und die zweite Seite. So, das Augen-Make-up steht. Ich mag sowas. So, jetzt benutze ich. Habe ich letztens, ich weiß gar nicht, Monika oder sowas hat mir die, glaube ich, zugeschickt. Constance Carol, da ist halt einmal ein Highlighter, ein Bronzer und ein Konturprodukt drin. Ich nehme erstmal den Kontur mit so einem, ja, schmalen Pinsel. Muss ich erstmal abpudern, ne? Erstmal abpudern, dann nehme ich wieder von Catrice den Multicolor Highlighter. Highlighter vor allen Dingen, ja, das ist tatsächlich aber auch so ein bisschen, wenn man es auf dem Finger, könnte man denken, es ist ein Highlighter, aber no. Für auf dem Gesicht ist der perfekt zum Pudern von trockener Haut, wie gesagt. Aber ich finde immer, der hinterlässt immer so einen lila Schimmer auf meiner Haut. Keine Ahnung, finde ich manchmal nicht so cool. Aber ich habe den jetzt in meinem Projekt drin und da möchte ich den natürlich auch verwenden. So, wie gesagt, Produkt ist schon drauf. Oh, der ist aber aschig.
sehr arschig. Jetzt muss ich mal eben einen anderen Pinsel benutzen. Nee, das sieht wieder aus, als hätte ich einen draufgekriegt. Das sieht total dreckig aus, wenn ich so aschige Töne nehme. Furchtbar. Dass manche Häutchen das echt so verwenden können, wie, ja, dass sie Kontur bekommen, verstehe ich nicht. Echt nicht. Also, bei mir sieht sowas immer dreckig aus. Ich nehme jetzt den Bronzer. Den Bronzer aber mit einem anderen Pinsel. Krass, ey. Also, für alle, die in so einem Konturprodukt, ne? Konstanz Carol. Nee, ich bin dann doch eher die Bronzi-Tante, echt, weil damit mache ich mir auch gerne so eine ein bisschen leichte Kontur, ne? Und anstatt ich dann aussehe, als hätte ich mich gerade, weiß ich nicht, im Ghetto geprügelt. Muss ja nicht sein, ne? Ich habe das Gefühl, vom Bronzer kommt nicht viel. Der ist sehr wenig pigmentiert, was ich aber auch mal zur Abwechslung gut finde. Jetzt kommt Blush. Nehme ich wieder das von Max Factor. Max Factor Soft Copper ist das übrigens. Das ist ein Creme Blush. Wie viel Gramm ist hier eigentlich drin? Keine Ahnung, ich sehe nichts. So. Darüber mache ich ein wenig Rockateur von Benefit. So, und darüber geben wir halt diesen Highlighter. Ja, probieren wir mal, ne? Okay. So. Highlighter ist auch. Ich finde das sehr schön aus. Also, ne, richtig. Ist immer klar, ne? Immer dann, wenn man fertig ist, muss man die Nase putzen. Ist bei mir voll gang und gäbe. So, so, jetzt nehme ich noch mal einen Lip Liner. Ich muss mir den aber mal eben anspitzen. Von Rival de Loop. Was ist das wieder? Den hatte ich, glaube ich, gestern schon. Das ist von Rival de Loop, der Lace. Ja, eigentlich könnt ihr auch einen dunkleren nehmen. Oh, egal. Und darüber gebe ich jetzt aus meinem Projekt den Clarins Lippen... Ach, Estee Lauder, Entschuldigung. 120. So. Und Setting Spray. Nehme ich wieder das Love 3-in-1 Prime and Fix Spray. Das Make-up ist fertig. Doch, ich finde es gut. Also die Lippen sind tatsächlich, man sieht das gar nicht so richtig. Aber, aua. Hätte ich eigentlich mal ein bisschen Concealer drauf klatschen können, ne? Aber die Lippen, die sind schon so ein bisschen, die gehen schon wieder ins Bärige rein, ne? Was ich allerdings bei dem Lippenstift gar nicht so verkehrt finde. Ja. Gut, meine Lieben, vielleicht sehen wir uns ja nachher nochmal, wenn ich von meinen ganzen Erledigungen zurückkomme. Wer weiß, vielleicht habe ich einen Haul. Ja gut, bis dann. Ciao.